Kleintierknochen. In Miss Valleys Seminararbeit stand, dass sie solche Knochen an ihr Institut geschickt haben. Das wäre ein Hinweis darauf, dass sich hier in der Gegend das Hügelgrab befindet. Ich versuche es einfach mal in diese Richtung. War nicht allzu schwer zu finden. Ein Ersatzmann hier, der beim Bau des Grabes übrig blieb? Der Baum muss vor Jahrzehnten gefällt worden sein. Wahrscheinlich, als sie das Grab entdeckt haben. Hier liegen noch mehr von diesen Kleintierskeletten. Ob hier wohl eine Eule haust oder etwas Größeres? Hier liegen eine Menge Äste und Zweige. Die trockenen nehme ich mit. Das könnte ein Loch sein oder ein Symbol für die schwarze Kugel. Ich glaube, ich bin hier richtig. Dieselben Hieroglyphen wie auf der Steintafel in der Höhle. Ich habe noch nie ein Hügelgrab von innen gesehen. Ehrlich gesagt auch noch nie von außen. Was mich wohl erwartet? Hier riecht es alt. Sehr alt. Der Wind hat den halben Wald hier reingeweht. Keine schwarze Kugel drunter. Die Wände bestehen aus massiven Felsbrocken. Die müssen Hunderte von Leuten gebraucht haben, um das Ding hier zu bauen. Hier haben sie wohl die Toten reingelegt. Alle leer. Nichts zu finden. Na, es hat keinen Sinn. So finde ich hier nichts. Mordred wüsste bestimmt, wo zu suchen wäre. Wieso habe ich jetzt keine Vision? Hey, Mordred, wo bist du, wenn man dich mal braucht? Moment mal. Die Idee ist gar nicht so schlecht. Wenn ich meine Pillen absetze und hier lange genug warte, kommt früher oder später sicher eine Vision. Ich meine, wo, wenn nicht hier? Allerdings stand auf der Packungsbeilage, dass es mindestens 2 Wochen dauert, bis die Wirkung nachlässt. Vielleicht kann ich das beschleunigen. Fragt sich nur wie. Hier liegen überall kleine, lose Steine rum. Hier liegen überall... Der Boden ist aus Stein mit einer dicken Dreckschicht überzogen. Vergraben konnten sie die Kugel sicher nicht. Das Medikament, das mir Dr. Winterbottom verschrieben hat. Haloperidox. Zur Behandlung akuter Psychosen mit Wahn, Halluzinationen oder Bewusstseinsstörungen. Die Packungsbeilage ist wenig aufschlussreich. Nehmen Sie das Haloperidox mit einem Glas Wasser ein. Die Einnahme zusammen mit stark magnesiumhaltigen Mitteln sollte vermieden werden. Inhalieren von Zigarettenrauch oder andere durch Verbrennen entstandene Partikel kann die Wirkung mindern. Und unter Wechselwirkungen? Sollten Sie neben Haloperidox andere Medikamente einnehmen, befragen Sie dazu Ihren Arzt oder Apotheker. Das Medikament, das mir doch... Hallo... Die Packungsbeilage ist wenig aufschlussreich. Bei Wirkungsdauer steht, wirkt schon nach wenigen Minuten und hat eine Abklingzeit von 10 bis 14 Tagen. Inhalieren von Zigarettenrauch oder andere durch Verbrennen entstandene Partikel kann die Wirkung mindern und unter Wechselwirkung. Trockene Zweige eignen sich hervorragend für ein Lagerfeuer.
ein leerer Topf. Momentan habe ich keine Idee, was ich... Eine vertrocknete Pflanze. Das Medikament, das... Hallo. Die Packungsbeilage ist wenig aufschlussreich. Nehmen Sie das Haloperidox mit einem Glas Wasser ein. Die Einnahme zusammen mit stark magnesiumhaltigen Mitteln sollte vermieden werden. Bei Wirkungsdauer steht, inhalieren von Zigarettenrauch oder andere durch Verbrennen und Unterwechseln. Eine vertrocknete Pflanze. Ja? Hallo, Doktor. Na klar, kommen Sie hoch. Hi, Doc. Adrian. Was? Ich glaube, die Medikamente machen Probleme. Wie meinen Sie das? Vertragen Sie sie nicht so gut? Wird Ihnen schlecht? Naja, ich habe das Gefühl, dass sie heute nicht so wirken wie sonst. Kann es sein, dass ich etwas gegessen habe, was die Wirkung herabsetzt? Haben Sie große Mengen Baldrian-Tee getrunken oder Johanniskraut-Tee? Diese beiden Kräuter könnten die Wirkung herabsetzen. Nein, ich hab's nicht so mit Tee. Dann haben Sie vielleicht Antazida gegen Magenschmerzen oder Sodbrennen genommen. Das sollten Sie besser nicht tun. Magnesiumhaltige Mittel in Verbindung mit koffeinhaltigen Getränken hemmen die Aufnahme der Haloperidox-Wirkstoffe ins Blut. Ich hätte Sie darauf hinweisen müssen, entschuldigen Sie. Das heißt also neben Baldrian und Johanniskraut auch keine Magenmittel und kein Kaffee? Nicht zusammen. Aber ein oder zwei Tassen Kaffee am Tag sind nicht so schlimm. Nur nicht übertreiben. Ihr Husten klingt jeden Tag schlimmer. Im Beipackzettel steht, dass auch Zigarettenrauch die Wirkung der Medikamente herabsetzen kann. Vor allem das Passivrauchen, wegen des Schadstoffanteils im Rauch der glimmenden Zigarette. Irgend sowas in der Art. So ein Blödsinn. Der Effekt ist so minimal. Wenn ich hier ein Feuer hätte und den Tabak darin verbrennen würde, so wie die Schamanen früher ihre Kräuter, ja, dann vielleicht. Aber das bisschen Zigarette schadet doch nicht. Na dann. Bye, Doc. Geben Sie auf sich Acht, Adrian. Hügel-Baldrian. Das ist doch genau das, was ich suche. Und die Pflanze ist doch schon getrocknet. Dürfte gut brennen, das Zeug.
Ich lege die Steine in die Mitte des Raumes. So habe ich eine kleine Feuerstelle. Damit hätte ich genug Brennmaterial für ein kleines Feuer. Solange hier kein Feuer brennt, macht das keinen Sinn. Ich sollte lieber erst alles zusammentragen, was ich brauche. Solange hier kein Feuer... Edward? Mr. Gordon, womit... Kann ich hier auch ein ganzes Päckchen Kaffee kaufen? Aber natürlich, Sir. Welche Sorte hätten Sie denn gern? Die stärkste. Bitte sehr. Das ist ein kolumbianischer Kaffee. Eine meiner Lieblingssorten. Danke. Machen Sie es gut, Edward. Ich versuche mein Bestes, Sir. Ein leerer Topf und ich kann mir damit Tee oder Kaffee kochen. Ich fülle gleich etwas Wasser rein. Zuerst sollte ich mich mal um Feuer kümmern. Ich sollte lieber erst alles zusammen. Hi. Abaya, haben Sie etwas gegen Sodbrennen? Ja, ja, natürlich. Magensalz kann ich da nur empfehlen. Ist das magnesiumhaltig? Nein, das ist nur ein Salz. Haben Sie noch etwas anderes? Wenn Sie Magnesium brauchen, können Sie auch ein Antacidum nehmen. Das ist zwar rezeptpflichtig, aber bei Ihnen mache ich eine Ausnahme. Okay. Haben Sie Baldrian-Tee? Ich fürchte, nein. Aber ich... Ah, das ist zu... Oh. Auf Wiedersehen. Ja. Eine Polaroid-Kamera.
Vater und Sohn am Lagerfeuer. Wie rührend. Das Wasser dürfte bald kochen. Heute mal die türkische Variante. Mist, der ganze schöne Rauch zieht nach draußen. Ich sollte die Folie besser von draußen anbringen. Damit bleibt der Rauch ganz sicher in der Grabkammer. Wenn ich hier wieder rauskomme, stinke ich bestimmt wie ein Räucheraal. Kein gutes Deo für einen zu Unrecht verdächtigten Brandstifter. Ich fühle mich schon ein wenig seltsam. Schwindelig, wie in Watte gepackt. Aber das reicht noch nicht. Irgendwas fehlt noch. Normalen Kaffee kann ich auch bei Edward trinken. Ich zerbrösele die Tabletten vorher, damit sie sich schneller auflösen. Was zum Geier mache ich hier eigentlich? Egal. Es wird mich schon nicht umbringen. Und wenn doch, bin ich immerhin schon in einem Grab. Funktioniert besser, als ich dachte. Was? Meine Pillen. Jetzt brauche ich sie dringend. Boah, verdammt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so heftig wird. Wie lange war ich wohl weggetreten? Immerhin habe ich diese Kugel gesehen. Sie haben sie hier im Grab versteckt. Ja, irgendwo in einer Wand. Das Medikament, das mir Dr. Winter bat. Hallo, die Pack bei Inhalt und Unterwechsel. Dieser Schimmel war vorher noch nicht da. Oder doch? Was hat das zu bedeuten? Diese Gestalt in meiner Vision hat die schwarze Kugel hier... Ich weiß nicht, wie das mit rechten Dingen zugehen kann, aber ich habe, was ich wollte. Danke, Mordred.
Es fällt mir wirklich schwer zu glauben, was ich gerade sehe. Es hat funktioniert. Das Portal ist offen. Ritualraum rauszukommen. Sieht so aus, als wäre das Portal nicht vollständig aktiviert. Verdammt! Wie es aussieht, bleibe ich länger als geplant. Als ich das letzte Mal hier war, lag in dieser Halterung eine schwarze Kugel. Jemand muss sie da rausgenommen haben. Ich kann nur hoffen, dass sie hier noch irgendwo liegt. Das muss Louis sein. Oder das, was von ihm noch übrig ist. Ohne seine Hilfe wäre Angelina nicht so weit gekommen. Er hat sich von ihr genau wie ich vor den Karren spannen lassen. Aber egal, was für ein Mensch er war, ein wenig Leid tut er mir doch. Schauen wir mal, ob der Kerl noch etwas anderes als Ungeziefer bei sich hat. Schön stillhalten. Fühlt sich verdammt lebendig an, diese Leiche. Liegt wohl am Kreislauf des Lebens. Aha. Eine Notiz von Angelina an Louis. Ein Brief von Angelina an Louis. Louis, ich habe mich um Valley gekümmert. Sie wird uns keinen Ärger mehr machen. Kümmer du dich um die Leute im Schloss. Am besten du zündest die Bude einfach an. Pass nur auf, dass der Amerikaner halbwegs heil rauskommt. Ich brauche ihn lebend. Bring ihn so schnell wie möglich zur Akademie. Ich werde versuchen, mit Catherine vor euch da zu sein. Dein Geld bekommst du, sobald ich habe, was ich will. Angelina. Eigentlich muss ich nur dafür sorgen, dass Spooner diesen Zettel hier bei Louis' Leiche findet und ich bin endlich raus aus der Sache. Aber ich kann ihn unmöglich hier reinlassen. Da könnte ich genauso gut das Familiengeheimnis verhökern und mir Mordred auf die Stirn tätowieren. Mir wird schon was einfallen. Hier sind überall Einschusslöcher. Diese Ordensleute haben hier überall wild um sich geschossen. Aber warum haben die um sich geballert? Ob das was mit dem Ritual von Angelina zu tun hatte? Oder wollten sie die Akademie damit zum Einsturz bringen? Wie auch immer, ich sollte zusehen, dass ich hier wieder heil rauskomme. Da geht's tief runter. Und wieder dieses seltsame Licht. Damit hätte ich zumindest den Beweis, dass Louis tot ist. Aber dann müsste ich unangenehme Fragen beantworten. Also nein. Hier läuft sich's wie auf Erbsen. Der Boden ist über und über mit leeren Patronenhülsen übersät. Hier müssen ganze Magazine leer gefeuert worden sein. Wollten die Ordensmitglieder damit die Akademie zum Einsturz bringen? Zumindest beim Eingang hatten sie wohl Erfolg. Die Säulen stehen auf Sockeln, die tief in die Erde hinabführen. Kein Ende in Sicht. Normalerweise nimmt man diesen Weg hierher, aber der sieht ziemlich verschüttet aus. Da ist ein Stück schwarzer Stoff. Das muss einer vom Orden sein, der bei dem ganzen Chaos mit in die Luft gejagt wurde. Genau erkennen kann man das von hier aus aber nicht.
keine Chance. Hier ist ein Spalt zwischen den Steinen. Ich kann aber leider nichts erkennen. Es ist viel zu dunkel da drin. Und fühlen kann ich auch nichts.